Am Freitag, den 1. April 2016, lud die Destination Wattens zu einer Medieninformation in die Werkstätte in Wattens. Der Anlass dafür war ein höchst erfreulicher. Dank der engen Zusammenarbeit mit der Destination Wattens und dem Land Tirol wird es demnächst in Wattens eine Niederlassung von Europas größter und bekanntester Forschungseinrichtung der Fraunhofer Gesellschaft geben. Neben Professor Dr. Wilfried Sinn, Geschäftsführer der Fraunhofer Austria Research, und dem Geschäftsführer der Destination Wattens, Matthias Neef, war auch Landeshauptmann Günther Platter beim Pressegespräch anwesend. Das Fraunhofer Innovationszentrum für digitale Transformation der Industrie soll noch in der ersten Jahreshälfte 2016 in seinen neuen Räumlichkeiten im erst kürzlich eröffneten Gründerzentrum der Destination Wattens, der Werkstätte Wattens, einziehen und seine Arbeit aufnehmen.